Kurz nachdem gestern der Opfer der Pogromnacht von 1938 gedacht worden war, wurde der Gedenkstein für die Frankfurter Synagoge geschändet. Von jungen Leuten zwischen 16 und 24 Jahren, die der rechten Szene zugerechnet werden. Rechter Mob, wie Ministerpräsident Platzek sagt, der frech und gezielt zu provozieren versuche. Ebenso empört reagierten andere Politiker und viele Frankfurter, die sich heute erneut am Gedenkstein versammelten. Scham und stilles Gedenken an jenem Ort, an dem die Nationalsozialisten vor 68 Jahren die Synagoge niederbrannten. Rund 150 Menschen kamen heute Morgen noch einmal an dem geschändeten Gedenkstein zusammen. Gestern, kurz nachdem der rechte Mob hier randalierte, urinierte auf den Stein, Blumengebinde zertreten, einer soll Sieg Heil gerufen haben. Die Empörung groß im ganzen Land. Dort stand eine Synagoge. Wir haben Juden vernichtet, vergast, vertrieben, beraubt, misshandelt. Wir haben alles getan. Und jetzt wollen wir an diesen Tag der Zerstörung der Synagogen erinnern. Es war eine sehr würdige Veranstaltung. Und dann geschieht die Schändung. Beschämt auf Frankfurts Oberbürgermeister. Doch er muss Versäumnisse einräumen im Kampf gegen Rechts. Es war zumindest im öffentlichen Raum merklich, solche Aktivitäten zurückgegangen bzw. gar nicht mehr zu bemerken. Und das hat ein bisschen eingeschläfert. Wir haben gedacht, wir sind über den Berg, wir haben es geschafft und wir waren vielleicht ein bisschen blauäugig. Zuletzt zogen während der Fußball-WM gewaltbereite, stadtbekannte Rechte durch die Straßen. Die Stadt verharmlost die Neonazi-Szene seit Jahren, so Kritiker, spricht nur von randalierenden Jugendlichen. Die Polizei zog gestern ab, obwohl rechte Gewalttäter noch vor Ort waren. Wir haben mehrere Gruppen beobachtet. Eine Gruppe, die richtig militant, Blackblock-mäßig hier aufgetreten ist, vermummt mit abends im Dunkeln, mit Schals, mit Kapuzen, mit Sonnenbrillen, die fotografiert haben. Es war jemand in der Veranstaltung, der ganz konkret Personen fotografiert hat. Das ist nicht spontan. In der jüdischen Gemeinde lässt man sich nicht einschüchtern. Der Vorsitzende fühlt sich zu Hause in Frankfurt. Seit gestern sei aber erhöhte Vorsicht geboten. Wenn es gestern 18 waren, können es morgen oder übermorgen 180 sein. Deswegen muss man das Übel an seinen Wurzeln packen. Selbst in einer Demokratie kann einfach nicht alles erlaubt sein. Gegen 9 Verdächtige wird ermittelt. Sie bleiben weiter auf freiem Fuß. Die meisten Frankfurter sind entsetzt, aber es gibt unterschiedliche Reaktionen. Also ich kann das nicht akzeptieren und ich finde es immer schlimm. Muss ich dazu sagen. Und schäme mich dann eigentlich dafür, für unsere Stadt. Gar nicht. Warum nicht? Ich habe meine Gründe. Macht Sie nicht betroffen, wenn Rechtsradikale... Absolut nicht. Frankfurt, eine Stadt, die spätestens heute ein neues Kapitel aufschlagen muss im Kampf gegen Rechts.